Tag, Babsi. Hallo, Bulli. Salani hier. Siehst du noch jemand? Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Wo steckt er denn? Ja, beim alten Kumpel. Ja und? Pass mal auf, wenn du singen solltest, dann gehst du gleich ab in den Baum, sagt er. Weiß er denn, dass Mehmet spurlos verschwunden ist? Hm? Ja, meinst du, er hat's lesen verlernt? Steht doch überall drin. Und was sie alles bei ihm in der Wohnung gefunden haben. Puh. Wohin will er denn abtauchen? Oder ist er schon... Komm, mach hier nicht so einen Lauten. Du hast doch nicht mehr alle. Ach, Mann, ich sprich doch leise genug. Ja, man kann ja nie wissen. Hat er denn schon die Sachen aus dem Versteck geholt? Ohne Geld und ohne Papiere, da kommt er doch nie weit. Das kann er doch gar nicht. Da, wo wir es vergraben haben, da ist gerade NATO-Manöver. Bis morgen Mittag. Der ganze Wald voll Soldaten und so. Oh, Scheiße. Du sagst es. Bloß gut, dass der Mehmet keinen blassen Schimmer vom Versteck hatte. Hätte sich doch gleich denken können, dass dieser Kanacke meine Annonce aufgibt. Ist ja wohl doch nicht der Größte. Die Haftladung für den Geldtransporter, die Mehmet besorgen sollte, die klebt einem eigentlich nicht an den Arsch. Der Alban, der. Mädchen, komm, tritt mal ein bisschen auf die Bremse, sonst zieh ich dich auf links. Nun mach du mal nicht auf neuen Boss, hä? Pass mal auf, wenn den einfährt, dann fahren wir alle ein, Logo? Also hört sie jetzt die Schnauze. Und der Mehmet sitzt wieder in Anatolien oder sonst wo am Arsch der Welt. Und wenn Vito jetzt die Kurve kratzen kann, dann, naja, was soll schon groß passieren? Herr Ober, einen kurzen, einen langen. Und ich? Herr Ober, zwei Pilz, zwei Korn. Ach, Mann, scheiße, wie im Dschungel hier. Ich hab genau ein Zweig ins Auge gekriegt. Wenn der Mond wenigstens ein bisschen heller wäre. Mach doch mal die Taschenlampe an. Was, wo die Male? Da ist keiner hinter uns her, hundertprozentig. Trotzdem. Ach, Mensch. Unser Bruch damals in der Dornrater Bank ist doch schon eine Ewigkeit her. Und außer uns beiden weiß doch keiner, wo die Koffer versteckt sind. Die Babsi weiß das auch nicht so genau. Und Mehmet erst recht nicht. Die hat doch damals nur hinten in der Türkei gehockt, ey. Schwein. Wenn ich den hier mal zwischen die Finger kriegen sollte, stopp, oder? Stopp, stopp, hier muss das gewesen sein. Quatsch. Weiter links. Da. An der anderen Buche. Oder siehst du in der Buche vielleicht zwei Kreuze, hä? Ach so, ja. Bist du denn wirklich sicher, dass der Mehmet da... Mann, sicher, du Idee. Steht doch in jeder Zeitung drin, dass der bei den Bullen hier angerufen hat. Wenn ich den erwisch, du, und ich erwisch den, da kannst du getrost sein drauf lassen. Und man willst du denn gleich in die Türkei? Ich meine, wenn du die neuen Papiere hast? Sicher, was denn sonst, hä? Sag mal, wie viele Pässe haben wir denn noch in den Koffer drin? Zwei. Einen österreichischen und einen argentinischen. So. Wo ich da so fließend Spanisch spreche. Genau. Hans Hinterleitner aus Innsbruck. Hör mal, da war ich wenigstens schon mal. Und wenn ich genügend Knete hab, ne? 50.000 Euro. Bis sich der Rauch hier verzogen hat, dann bist du doch raus aus dem Schneider. Du, pass auf. Jetzt kannst du mal leuchten. Du hast doch die Taschenlampe. Also ja. Warte mal. So. Guck mal. Siehst du die beiden Kreuze hier oben? Das ist unsere Buche. Los, hol den Spaten raus. Hier an der Wurzel oder wo? Ein paar Zentimeter nach rechts. Ja, da, genau. Und was mit unserem Anteil, Babsi und meine? Der bleibt erstmal drin hier. Gut, okay. Und wo willst du dann hin? Weiß ich noch nicht. Und wer soll deinen Anwalt bezahlen? Der kriegt erst was, wenn er mich rausgehauen hat. Vorher kriegt er keine Mühe, Mark zu sehen. Da wird er sich ganz schön abstrampeln müssen. Weißt du noch, was Gonczorek letztes Mal zu dir gesagt hat? Na sicher, denkst du, ich bin bekloppt? Bevor sie nicht lebenslänglich kriegen und Sicherheitsverwahrung dazu, mein lieber Dean, da hab ich keinen ruhigen Tag mehr. Ja, vielleicht hat der bald mehr Ruhe, als ihm lieb ist. Hier ist kein Koffer mehr. Mensch, weiter nach rechts, du Idee. Ey, hier, stopp mal, ich glaube, ich hab ne. Mensch, schütt mir doch nicht den ganzen Sand auf der Hose. Hast du denn keine andere mit, wenn du fliegen willst? Wer sagt denn, dass ich fliegen will? Hier, nimm mal an, damit ich an den anderen rankomme. Mann, den lass doch noch drin, Mensch, hast du nicht gehört? Der ist doch von euch. Scheinwerfer an! Mensch! Den! Scheiße! Hände hoch! Hier ist alles umstellt! Den, Mensch! Die weiteren Aussichten, nachlassende Niederschläge, kalt. Meine Damen und Herren, das Programm des ZDF ist damit zu Ende. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.
dir noch eine Tablette geholt. Ich werde nie mehr richtig schlafen können. Komm, Mensch, reiß dich zusammen. Wir müssen raus hier. Ich kann keine Apotheke mehr sehen. Jedes Mal, wenn ich in eine reinkomme, dann sehe ich Clarice vor mir. Der hat genau das gekriegt, was er verdient hat. Mit Heroin hat er gehandelt. Weißt du denn, wie viele Menschen der dadurch auf dem Gewissen hat? Dutzende vielleicht. Und wenn er weitergemacht hätte? Immer größer eingestiegen wäre? Lassen Sie ihn, dass es so gekommen ist. Es war ein Mord. Und lass mich jetzt endlich zur Polizei. Ich kann so nicht leben. Meinst du, im Knast? Da kannst du leben? Da hast du doch auch nicht die allergeringste Chance, irgendwie etwas gut zu machen. Da stirbst du bloß selber. Und wenn sie es nun doch noch herausbekommen, dass ich es war, dann ist es doch immer noch besser, man stellt sich selber. Der junge Mann hat mich doch gesehen. Gesehen, ja, aber nicht erkannt. Heute, wo sie mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten und alles aufklären, da... Oh, komm, 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 schluck deine Tablette. Schlaf endlich, verdammt. Also Menschenskind, das ist ja wohl die dümmste Ausrede, die ich je gehört habe. Das ist die Wahrheit. Na, also wenn das die Wahrheit ist, dann denkt ihr lieber eine neue Lüge aus. Mann, ich hab Clarice nie erschlagen. Mhm. Du bestreitest aber nicht, dass du zur Tatzeit bei ihm in der Wohnung warst, ne? Mann, nicht zur Tatzeit und nicht um 7:50. Oh, unsere beiden Zeugen, wir haben dich aber gesehen um 19:40. Können sie doch gar nicht. 7:15 bin ich wieder weg von Clarice. 19:15 oder ein paar Minuten früher oder später. Ja, ja, aber in der heißen Ecke bei deinen Leuten, da bist du nachweislich erst gegen 8 aufgetaucht. Das ist eine Dreiviertelstunde später, oder? Ah, aber... Haben Sie denn keinen Zeugen dafür, dass Sie in dieser Zeit... niemanden, den Sie da getroffen haben? Nee, ich bin durch den Schillerpark durch. War ja auch schon ziemlich dunkel, ne? Mensch, den von Clavis Wohnung zur heißen Ecke, da brauchst du normalerweise knappe 10 Minuten. Ich hab's heute Morgen selber ausprobiert. Mann, ich bin doch kein Hellseher. Wie soll ich denn ahnen, dass ein paar Minuten nach mir einer kommt und dem Clavis die Sektflasche über dem Kopf haut? Und Ihre Geschäfte mit Clavis? Waren das denn große Sachen? Ach, Clavis. Den, du kannst mir doch nichts vormachen. Der hat für euch LSD zusammengebraut. Hä? Gefälschte Rezepte hat er eingelöst, damals als er noch selber eine Apotheke hatte. Euer Heroin hat er so ein bisschen gestreckt, ne? Nach Marokko und Kingston ist er vor euch gefahren, neuen Stoff auftreiben. Und was noch alles so war, ist das etwa nix? Wenn man's nimmt. Erpresst hat er dich, oder? Mann, wer sagt denn das? Das hast du doch selber erzählt. Ach. Babsi hat es gehört, Bulli hat es gehört, Mehmet hat es gehört. Ja, ich weiß. Er wollte mich fertig machen, ne? Seit Jahren wollte er das schon. Mich aus dem Verkehr ziehen, ne? Ach, verdammt nochmal! Ich hab diesen Idioten von Clavis nicht alle gemacht! Ja, aber du warst doch bei ihm und hast mit ihm gekämpft. Aber was heißt denn hier gekämpft? Das heißt erstens, dass wir auf deinem Anzug Blut gefunden haben, was ohne jeden Zweifel von Clavis stammt. Und das heißt zweitens, dass wir bei Clavis unter den Fingernägeln, unter den Nägeln der rechten Hand, Fasern gefunden haben, die zu deinem Anzug gehören. Ja, gab sowas wie ein Handgemenge. Hör auf mich los, als ich seine Briefflasche vom Schreibtisch weggenommen hab. Naja, ich wollte ja schließlich mein Geld wieder haben, wa? Ja, klar. Klar bist also auf dich los und du die Sektflasche vom Schreibtisch genommen. Mann, ich hab die nie angefasst! Okay, okay. Ja, aber warum haben Sie denn nachher überall rumposaunt, Sie hätten Clarice erschlagen? Oh, überall ja wohl nicht, ne? Bloß bei mir in der heißen Ecke. Im Billardzimmer nächsten Morgen. Hatte ich es in der Zeitung gelesen. Als Gag so? Nee, nicht als Gag so. Um meine Leute wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, um denen Angst zu machen. Babsi, Bulli, Mehmet. Mann, die wollten doch alle aussteigen. Weil in der letzten Zeit nichts mehr gelaufen ist. Aha. Und da haben ihre Leute sie nicht mehr akzeptieren wollen. Was akzeptieren? Ja. Aber das ist doch Quatsch. Jeder weiß doch, wie du zuschlagen kannst, oder? Wie war das denn mit Mehmets Bruder? Als der dich im Knast verpfiffen hatte, da war doch 3 Tage später eine Leiche. Mann, das war ein Unfall. Steht doch überall drin, dass das ein Unfall war. Ja, das war aber ein schöner Unfall. Wie bei Clavis, was? Mehmet, der lügt doch. Der will sich doch bloß rächen. Ja, und Babsi und Bulli lügen dir auch? Wofür wollen die sich denn rächen? Kannst du mir da mal sagen? Die Mensch, die Elende. Nochmal. Sie wollten also weiterhin den Boss spielen, den starken Mann. Und ihre Truppe hat gemeutert. Ja, sag ich doch andauernd. Mann, ich will ihnen doch nur helfen. Merken Sie denn das nicht? Warum hast du die nicht einfach abhauen lassen und dir neue gesucht? Ja, warum?
Aus Angst, dass die ausgepackt hätten? Aber damit hätten die sich doch nur selber reingeritten. Das wäre doch äußerst unwahrscheinlich gewesen. Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Mensch, weil ich die doch noch gebraucht habe. Babsi mit ihrer Pension, ne? Das war doch die einzig sichere Einnahmequelle. Warum Bulli mit der heißen Ecke? Hm. Außerdem gibt's keinen hier in der Gegend, der besser ist, wenn's mal um Bruch geht. Der bringt noch echt was. Und Mehmet? Der hatte die ganzen Kontakte zu den großen Dealern. Und der sollte auch noch die Haftladung besorgen. Welche Haftladung? Oh, 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 ist der schwer vor KP. Mann, der Überfall auf den Geldtransporter. 3 Millionen, ne? Das war's doch. Warum ich die alle noch gebraucht hab. Hat alles schon geplant, Mensch, bis ins Letzte. Ich weiß nicht, aber ich finde das irgendwie überzeugend. Ja, ja, der ist schon gut. No. Sicher. Er ist ja auch mindestens seine 25. Vernehmung. Nein. Der arme Unschuldsengel. Fragt sich nur, warum er zweimal abgehauen ist. Oder wenigstens abhauen wollte, obwohl ihm beide Male die Kugeln nur so um die Ohren geflogen sind. Weil ihr mir ja doch keiner hier glaubt. Dann waren doch alle gegen mich. Wollten doch alle weg, Mann. Wäre doch alles aufgeflogen. Und in dem Augenblick, da sehe ich die Zeitung da auf dem Stuhl liegen, ne? Ich lese was von Clavis, dass sie den erschlagen haben. Da habe ich ihm gesagt, ich hätte den kalt gemacht. Das war doch die letzte Rettung für mich. Ja, und die haben dann auch sofort wieder gekuscht, ne? Mann, verstehen Sie doch mal. Das war doch meine einzige Chance noch. Ihr habt doch nicht ahnen können, dass der Mehmet, dieses Schweinmensch, nur mitgemischt hat, um mich in eine Pfanne zu hauen. Sein Bruder. Der ist doch ganz anders. Wie sollte ich denn das wissen? Dass der damals im Knast sein Bruder, dass das dann sein Bruder gewesen ist, da. Mensch, wie denn, ne? Mehmet, ja. Ja, weißt du eigentlich, dass er nochmal bei uns angerufen hat? Was? Ja, zweimal also. Nur um uns mitzuteilen, wo ihr eure beiden Koffer mit dem Geld und mit den Pässen vergraben habt. Ja, das hat er auch mit. Den bring ich um noch. Vor ihren Augen. Genauso wie klar ist, um. Nicht? Was denn, Clavis? Mich hab ich nie umgebracht. Das könnt ihr mir jetzt nicht anlegen. Ihr Schweine, ihr wollt mich bloß abservieren. Aber das schafft er nicht. Scheiß wohl dir. Abführen. Ja, ja, abführen, ja. Scheiße. Pack ihn hier an. Mann. Wenn man die Zeitung liest, dann ist ja alles sonnenklar. Und den hat keine Chance mehr. Sie sollen die Ermittlungen führen und nicht seinen Verteidiger spielen, ne? Dazu sind ganz andere da. Ich habe so ein ungutes Gefühl dabei. Legt der Mensch immer so großen Wert auf seine wissenschaftliche Ausbildung und jetzt lässt er sich von seinen Gefühlen leiten? Versetzen Sie sich doch mal in den Zustand. Das grenzt ja an Beamtenbeleidigung. Na, da hätten Sie doch genauso gehandelt. Versucht, die Gruppe einzuschüchtern und wieder zusammenzuschweißen durch Angst. Wer abspringt, dem geht's genauso wie klar ist. Mein lieber Schröder, merken Sie denn nicht, dass sich da die Katze in den Schwanz beißt? Clavis war doch der Erste, der abspringen wollte. Der seinen Chef erpresst hat und verraten wollte. Gerade deswegen. Verhindern, dass der erste Dominostein umfällt. Ihn lieber aus dem Spiel nehmen, ne? Bevor er die anderen umschmeißen kann. Ich weiß nicht. Dem mag ja alles zuzutrauen sein, aber ein Mord, ne. Die Akte an, da ist doch bei denen eine ganz logische Entwicklung, ist doch da erkennbar. Mit 12 Jahren, 3 Monaten zum ersten Mal auffällig. 6 Kinder zu Hause, 4 davon auffällig geworden. Der älteste Bruder mehrmals wegen Diebstahls im Gefängnis, aufgewachsen bei der Stiefmutter. Mopeddiebstähle, Freizeitarreste, Einbrüche in Jugendwohnheime und Kindergärten, Kaufhausdiebstähle, die ersten Jugendstrafen. Und dann, also volljährig war, die dicken Dinger. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Förderung der Prostitution, Zuhälter, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Diebstahl mit Waffen- und Bandendiebstahl, schwerer Raub, gewerbsmäßige Hehlerei. Nicht schlecht, was? Aber das beweist doch nicht im Allergeringsten, dass Clavis... Von seinen 27 Jahren hat er mindestens 7 im Knast verbracht. Apropos Knast. Mehmets Bruder ist damals im Knast tatsächlich auf verdammt ähnliche Weise ums Leben gekommen wie klar bis jetzt. Das ist doch damals unaufgeklärt geblieben. Ja, es war aber offenbar sein erstes Tötungsdelikt. Ich möchte wetten, dass das nicht war. Ja. Mit Ihren 22 Jahren haben Sie natürlich die Menschenkenntnis, die groß genug ist, sowas zu beurteilen.
Tatsache ist ja mal, dass die beiden jungen Leute den nicht einwandfrei wiedererkannt haben. Ich meine, dass sich Malkowski, dieser Thomas, nicht absolut sicher gewesen ist, dass den ihn wirklich niedergeschlagen hat. Es war ja auch dunkel im Treppenhaus. Das Licht war gerade aus. Da klappt es in der Wohnung auch nichts an. Und wenn nun Thomas den Mann nur erfunden hätte? Wie bitte? Ja, er selbst hat Clavis niedergeschlagen. Eifersucht. Und dann hat er den großen Unbekannten ins Spiel gebracht. Das heißt, seine Freundin hat dann den Verdacht ganz bewusst auf den gelenkt, weil sie wusste, dass er ab und zu bei Clavis war. Das ist ja wirklich rührend, was Sie da machen. Überschrift, sein Herz schlug für die Unterwelt. Das könnte doch aber so sein. Eine sehr schöne Theorie. Nur schade, dass sie nicht stimmt. Es kann ja noch eine dritte Person bei Tanja in der Wohnung gewesen sein. Wer will das ausschließen? Tja. Wissen Sie was, Schröder? Gehen Sie mal zu Dienstverteidiger, der zahlt Ihnen sonst auch noch. Das ist doch ausgeschlossen, mein Lieber. Argumente, die ziehen nicht. Weder bei mir noch vor dem Gericht. Und wenn es nun einer der Apotheker gewesen ist, die Clavis erpresst hat? Ja, den suchen Sie mal. Und wenn Sie ihn gefunden haben, dann kriegen Sie eine Beurteilung von mir, dass Sie glatt zum Polizeipräsidenten avancieren. Ich habe es wochenlang versucht, nun versuchen Sie es mal. Man müsste sich mal hier im Umkreis von 10 Kilometern etwa alle leerstehenden Läden ansehen, in deren Nähe Apotheken sind. Und die Apotheker dann mal... Ja, machen Sie mal, Schröder, machen Sie mal. Ich werde Sie nicht dran hindern. Also, auf ein neues Lebensjahr. Das besser wird als das alte. Das wird's wohl kommen. Erst mal einen Schluck, bevor die Gäste kommen. Gäste? Nachher noch die ins Haus, die was mit Clavis zu tun hatten? Das wird ein schöner Abend, denn... Du musst das langsam verarbeiten. Lernen, das zu verarbeiten. Ja, sicher. Wo jeden Tag was über den Dänen in der Zeitung steht. Dass er es gewesen ist. Na und? Der hat doch sicher auch Straftaten begangen, von denen nie was bekannt werden wird. Für die er nie zur Rechenschaft gezogen wird. Oder? Und wenn er jetzt für etwas ins Gefängnis geht, das er nicht getan hat, dann ist das doch nur ausgleichende Gerechtigkeit, nichts weiter. Aber keinen Mord. Einen Mord hat er nicht begangen. Hat er doch. Hast du nicht gelesen, dass er den Türken da in seiner Zelle erschlagen haben soll? Das ist noch durch nichts bewiesen. Ne? Manche Tatbestände sind auch wahr, ohne dass ein Gericht das bestätigt. Also denk doch mal logisch. Was ist dein Arbeitstag wert, wenn du hier weiter die Apotheke führst? Und was ist Dens Arbeitstag wert? Nichts ist der wert. Den ist doch von Beruf aus Krimineller. Und jeder, der ihn ein für alle Mal aus dem Verkehr zieht, der sollte den Orden bekommen. Wo leben wir denn? Recht muss doch Recht bleiben. Wer sagt dir denn, dass den, wenn er in Freiheit bleibt, nicht gerade deinen Kindern Heroin verkauft? Sollen sie ihn doch deswegen einsperren, aber nicht für das, was ich getan habe. Für das, was er getan hat, können sie ihn doch nicht belangen, clever wie der ist. Und bei den Rechtsanwälten, die der hat. Nur im Mordfall Clavis. Da kann er den Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Das ist doch der Witz dabei. Trotzdem. Kein Trotzdem. Außerdem, gerissen wie der ist, da ist er doch beim nächsten Ausbruchsversuch dabei. Und dann ab. Und deswegen willst du dich nun unglücklich machen? Lohnt das wirklich? Wenn man es so sieht, dann... Na also. Hauptsache, du kannst das verkraften. Ich kann. Also, du versprichst mir jetzt, dass du den Mund halten wirst. Deinetwegen, meinetwegen, der Kinder wegen, der vor allem. Schön. Ich verspreche dir es. So, und nun sei mal ein bisschen fröhlich, ja? Okay. Geh schon mal rauf und zieh dich um, damit ich nachher ins Bad rein kann. Ich räume noch ein bisschen auf hier. Sorry. Du, da steht noch einer. Schon zu. Wir haben heute keinen Nachtdienst. Geh doch, Mann, mach auf.
Du kannst ja den Mann nicht verärgern. Thomas, pass auf, die Eier. Ja, ja. Wenn wir nicht dauernd Omelette machen. Komm, nur reg dich wieder ab, ja? Mann, du hast eine Laune. Nach dieser scheiß Gerichtsverhandlung. Sei doch froh, dass wir aus dem Schneider sind. Dieser komische Anwalt da, der will das alles auf uns abwälzen. Was soll er denn machen? Irgendwas muss er schließlich tun für sein Geld. Auch wenn es nichts gebracht hat. Obwohl ja der von der Kripo, ne, der Schröder, bald noch mehr für den getan hat, oder? Wie der noch versucht hat, ihn rauszuhauen? Ja, sicher, die ganzen Apotheken hier abklappern. Bloß gebracht hat's ja auch nichts. Überall Fehlanzeige. Immerhin hat er nicht lebenslänglich gekriegt. Wie viel muss denn den wirklich absitzen? Bei 12 Jahren Strafe? Zwei Drittel mindestens. Geh jetzt nach Hause. Zu mir mit? Aber nur, wenn du anständig einen Wein hast. Griechischen Landwein und Edelzwicker. Na, da komm ich mit. Ein armer Student muss ich ebenso durchschlagen. Und was jetzt eine wohlhabende Sekretärin ist? Mhm. Wo ist denn dein Auto? Gleich da hinten auf dem Parkplatz. Aber ich muss schnell noch in der Apotheke ein Rezept einlösen. Krank? Haha, wozu wohl? Also, dann warte ich lieber draußen. Ich werde sonst rot. Feigling, hier, trag die Einkaufstasche. Kommst jetzt mit? Wäre wohl das Letzte. Bitte mir eine. Was? Apotheke natürlich. Na da, gucken, da, Prinzregentenapotheke. Also, dann komm, aber Tempo. Du schmeißt mich wirklich mit daher wie einen alten Ehemann. Hältst du bitte mal die Tür auf? Ui, ui, ui. Was darf ich Ihnen? Das Rezept, bitte. Ja, gerne. Dem scheint das auch peinlich zu sein. Guck mal, wie der rot wird. Mann, ihr seid alle verklemmt. Also, wer dich so sieht und ein bisschen Fantasie hat. Und wenn die Zeitung lesen kann, die Zeugin Tanja Noll, 24, musste zugeben, enge Beziehungen zu Klavis unterhalten zu haben. Und so, bitte. Eine Mark bekomme ich dann. Ja, danke sehr. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Denn jetzt die Autoschlüssel. Sag mal, eine Mark nur kostet das, nicht mehr? Hat sie doch verrechnet, oder? Ist mir doch egal. Ah, hier sind sie. Komm, gib her, ich schließe auf. Hau bitte nicht wieder mit der Tasche gegen die Tür. Tasche auf den Rücken. Soll ich ein bisschen Musik machen? Jetzt schaltst du ein und dann fragst du. Bist du denn so nervös? Ist irgendwas? So ein Tag. Du hast eine Frage. Nein, ist nichts. Na, lass mal. In anderthalb Stunden ist alles vorbei. Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel »Den ist alles zuzutrauen« von Key. Es sprachen Thomas Stefan Schwarz, Tanja Sabine Postel, Den Willi Tomczyk, Bulli Ludwig Paffrath, Babsi Gudrun Landgräbe, Mehmet Nesil Bujan, Vera Ricarda Bendorf, Wichmann Matthias Fuchs, Gonczorek, Charles Wirtz, Schröder, Volker Roos, Apotheker, Hartmut Stanke. Die Regie hatte Frank Hübner. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Südwestfunk.
WDR3 mit dem Krimi am Samstag. Meine Damen und Herren, Sie hören heute Den ist alles zuzutrauen von Key. Die Regie hat Frank Hübner. Was war denn das? Soll schon gewesen sein. Ist nebenan was umgefallen. Komm. Da schreit doch einer. Lass ihn schreien, der wird wieder heil sein. Wer wohnt denn da? So ein ausgeflippter Apotheker, klar wie's. Hab ich noch nie gesehen. Meistens hängt er ja auch auf Ibiza rum oder auf den Bahamas. Bist du vielleicht seinetwegen gekommen? Wie verstehe ich das? Komm, gieß mal was ein. Sei mal nicht so lahm, Mann. Kennst du ihn ja ziemlich genau. Na und? Warum mein Vorgänger, was? Ich möchte wohl gern wissen. Vorgänger, haha. Oder hast du immer noch was mit dem? Ist ja mal Frank. Tanja. Hörst du das denn nicht? Da schreit doch einer um Hilfe. Du musst dir mal die Ohren. Thomas, Mensch, Thomas. Ja, ich geh mal gucken. Dunkel hier, kein Licht. Was ist denn da los? Du bist der absolut Größte, ist ja mein Reden. Mal quatsch nicht, sonst zieh ich dir einen rein. Ha, ha, ha. Hey Babsi, ich schlaf nicht ein. Wie besteht's? Der große Vito 24, Uli 21, naja, ich hab 7. Wo bleibt denn Mehmet, damit ich mal endlich einen vernünftigen Gegner herkrieg? Ich hab keinen blassen Schimmer. Er wollte sehen, dass er einen Stoff los wird. Der ihn aus Berlin mitgebracht hat? Ist mindestens 10 Mille wert. Trau diesem Kameltreiber ja nicht mehr am Weg. Da hab ich immer angenutzt. 2 und der Zehner. Mehmet, der hat doch einen Schuss in der Birne. Ja sicher, ein Laumann ist das. Undurchsichtig. Aber nur Mama kann tanzen hier, hä? Noch vorm Essen. Hey, der Bulli ist dran. Wieso ein Bulli? Ja, weil der Stoßball mit ins Loch gefallen ist. Ja, pass auf, dass er dir nicht mal einer reinfällt. Mann, hast du mir Laune. Oh. Geh mal zum Schacht, hä? Kotz sie da aus. Ja, ja. Salam aleikum. Was ist das denn? Mehmet Pascha. Hast du wohl erst in Istanbul, hä? Hier, guck's dir an. Sie haben mir eins in die Fresse gegeben, Mensch. Oh. Hier, siehst noch Blut. Kannst du noch sehen, hier. Und weißt du, was sie gesagt haben? Wenn uns der Dehn nochmal einen schickt, den sieht er nicht mehr lebendig wieder. Allah geißen. Da hast du deinen Mist. Mann, nimm den Schnee vom Billard. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Oh, Scheiße. Jetzt ist halt alles aufgeplatzt. Scheiße. Mensch, du Witzbold, das ist doch kein Heroin. Das ist Traubenzucker oder was anderes. Ich mach hier nie so einen Zoff, ey. Ein Anruf bei der Ausländerbehörde. Und die schieben dich ab. Und wo kommst du hin? In den Knast. Aha. Da kannst du dir ja ausrechnen, wo du dann hinkommst. Für Geld. Da gibt's Leute, die alles machen. Und wenn du dich im letzten Dorf bei euch zu Hause verkriechst. Große Schnauze. Hör mal, sag das nochmal. Hände weg, Mensch. Komm, hör doch auf. Du leck Arsch hin. Mann, Ruhe! Und du erst recht. Aua!
Gehst du morgen wieder auf die Straße? Hey, komm, lass Babsel in Ruhe. Was hat die denn alle ausgeflippt? Wer ist denn hier der Boss, hä? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Hör mal, wie meinst du das? Ja, so wie ich das sage. Hör mal, du hast hier überhaupt nichts zu sagen, ja? Ist das nur meine Kneipe oder was? Deine Kneipe. Mann, ohne mich da wärst du doch bloß dauernd in der Kiste drin. Mann, da wärt ihr doch alle im Dreck. Du im Gummiknast und Babsi, Mann, die wäre auf der letzten Absteige. Und Melch als Wasserleiche im Bosporus. So ist es doch, oder ist es nicht so, hä? Ja, Tatsache ist ja nun mal, dass du nur noch Fahrkarten schießt. Wir hängen da wochenlang im Erlengrund rum. Ja, was meinst du, wie sauer das ist, bis du an so eine Villa rankommst? Ja. Echte Bilder, wertvolle Gemälde, alles bloß Kopien. Gelingt haben sie dich. Mann, das kann doch wohl jedem mal passieren, oder? Aber nicht, wenn sich richtig einer drum kümmert. Wenn ich nur zu Hause vor der Kiste sitzt und sich viermal in der Woche einen Partner anguckt. Oh. Und nichts läuft mehr. Auch bei mir der Pension nicht mehr. Als ich heute Morgen Kasse machen will, wieder zwei geflitzt. Was meinst du, was die bunkern? Da bringt doch keine das Limit mehr. Mensch, und du sitzt hier bloß vor der Glotze und guckst dir alte Filme an. Al Capone. Ja, scheiße. Nicht mal eine Mini-Pizza kannst du mehr backen. Man hört da endlich mit diesem Putz auf. Ich hab da eine große Sache. Da brauche ich Zeit für. Nee, ohne mich. Ich hab die Schnauze voll. Ich mach mich jetzt vom Acker. Mann, Geldtransport. 3 Millionen. Mindestens. Bei mir ist Feierabend. Bei mir auch. Hör mal, bei mir steigt hier keiner aus. Ist das klar? Da ist doch die Luft raus. Das wird doch nichts mehr. Gute Nacht, Navi. Der Idiotenmensch. Da könnte er mir nicht kommen. Mir nicht. Ich und ein Schlappschwanz, wa? Hör mal, Zeitung lesen. Könnt ihr ja, ne? Wenn ihr auch sonst unheimlich dusselig seid. Und ich merke, was Sache ist. Hier, komm hier, lies mal. Mann, hier, lies vor, los. Apotheker mit Sektflasche erschlagen. Mord in der Plantanallee, Mann. Plantanallee. Täter konnte flüchten. In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages wurde der 36-jährige Apotheker Kalas Klavis in seiner Wohnung in der Plantanallee 61 von einem bisher noch unbekannten Mann erschlagen. Der Tat soll ein heftiger Streit vorangegangen sein. Wie Mitbewohner berichten, soll Klavis vorher... Hey, aber ist das nicht unser Klavis? Ganz sicher ist das unser Klavis. Und wisst ihr, was der wollte? Aussteigen wollte der. Und mich außerdem nur erpressen. Die Schulden, ne? Die ich bei dir noch hab, die vergisst du. Und dafür halte ich die Schnauze und lauf nicht zum Bullen. Ja, das war die letzte Ansage, die der noch machen konnte. Und dann war's aus mit ihm. So, vielleicht habt ihr jetzt begriffen, was hier Sache ist. Und sollte einer von euch singen wollen, ich krieg jeden. Ist das klar? Auch wenn er im Knast sitzt. Hier, deine Brieftasche, ne? Die habe ich noch mitgenommen. Hier, die war voll bis oben. Alles blaue Riesen. Der wollte gerade ins Spielcasino. Pass auf, da teilen wir und dann machen wir einen Flott. Alles klar? Christian, guck mich mal an. Hast du wieder was genommen? Nein, aber hätte ich, Mann. Was ist denn nur los mit dir? Gestern Abend ist was Schreckliches passiert. Was denn? Wieder was vom Finanzamt? Ja, mach doch mal den Mund auf, ich verstehe nichts. Nein, nichts vom Finanzamt. Von der Bank. Wenn's man das bloß wäre. Mein Gott, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss wieder nach vorne. Es reicht ja, wenn einer ausfällt, oder? Oh, diese Fahne wieder. Getrunken hast du alles wieder. Was soll ich denn sonst machen? Mir jetzt endlich sagen, was los ist. Also. Ich habe einen umgebracht. Sag mal, spinnst du? Das war Notwehr. Der wollte mich erpressen. Wer wollte dich erpressen? Na, der Klavis. Wer ist Klavis? Apotheker. Vom Studium her einer? Nein, nicht von der Uni her. Da habe ich den nie gesehen. Und woher kennst du den? Der stand plötzlich in der Apotheke hier, letzten Freitag. Also, was war?
Er hatte eine Quittung dabei, dass er den Laden hinten Mozart-Ecke Schumannstraße gemietet hatte ab nächsten 1. Die Quittung hat er mir sogar geschenkt. Den Laden gemietet? Ja, um dann eine neue Apotheke aufzumachen. Dann im Hochhaus nebenan sind allein 10 Arztpraxen drin. Da kommen 70% unserer Kunden her. Das wäre doch unsere Ruin gewesen. Und für seinen Verzicht? Da wollte er Geld haben. Erst 30.000, dann ist er auf 20.000 Mark runtergegangen. Aber woher soll ich die denn nehmen bei unseren Schulden? Hätten wir bloß dieses idiotische Haus nicht gekauft. Deine Idee. Mach mal einen Punkt. Du bist also nicht so. Ja, in die Wohnung, um ihm das alles auszureden, was er davor hatte. Und da sind dann... Ich weiß auch nicht, wie das alles... Plötzlich bin ich aufgesprungen auf ihn zu. Da wollte er mich rausschmeißen. So mit der Faust ist er auf mich zu und an die Kehle. Mit einmal habe ich auf dem Boden gelegen und da stand dann die Sektflasche. So ist es dann gekommen. Du, das war reinste Notwehr, wirklich. Ich... Hat dich einer gesehen? Der Nachbar da, mit dem habe ich die Treppe runtergestoßen im Dunkeln. Der hat dich also nicht erkannt? Ist doch egal, ob der mich erkannt hat. Ich muss doch sowieso zur Polizei. Oder war die schon hier? Was? Nein, wieso? Natürlich nicht. Wieso? Weil es ja doch rauskommt. Wie soll es denn rauskommen? Der Clavis, der wird doch diesen Trick öfter probiert haben. Umso besser. Hat er denn Aufzeichnungen gehabt, wo unsere Apotheke drinsteht? Weiß ich nicht. Gesehen habe ich keine. Hast du nicht sein Notizbuch mitgenommen? In der Situation, da das... Ja. Was nun? Nichts. Rufst du einen Anwalt an? Kommst du mit zur Kripo? Den Teufel werde ich tun. Das Einzige, was wir jetzt tun werden, das ist abwarten. Ich muss mich doch aber... Ich habe doch schließlich den Clavis... Nichts. Musst du. Außer ein paar Weihungsschlangen. Kein Mensch. Ja, dann überfliegen Sie das mal, was ich da im Protokoll festgehalten habe, und unterschreiben Sie es. Mhm. Die Namen habe ich doch richtig geschrieben, ja? Fräulein Noll, Tanja? Ja. Und Herr Malkowski, Thoma. So. Oh, sehr schön, ja. Und dann noch die Anzeige wegen der Körperverletzung, ja? 2 angebrochene Rippen waren das, ne? Richtig schön die Treppe runter hat er mich geschmissen. Ja, ja, das hätte ja schlimmer kommen können. So, das wär's wohl dann. Wenn noch was sein sollte, dann kommt mein Kollege nochmal bei Ihnen vorbei. Schröder, den kennen Sie ja, ne? Unser junger Dichter und Denker. Der hat Diplompolizist. Wieso? Der war doch unheimlich nett. Habe ich das Gegenteil behauptet? Ja, dann haben Sie vielen Dank, Fräulein Neu. Herr Malkowski? Sie haben uns sehr geholfen. Das ist ja klar, wenn Sie nur bei Clavis Mörder. Ja, ja, wir werden uns alle Mühe geben. Wiedersehen, dann. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Gottschalk, ja. Sag mal, Günther... Wie weit seid ihr denn mit Fingerabdrücke? Ja, also ich meine, wisst ihr schon, ob bei Clavis Besuchern einer dabei war, den wir ganz besonders lieb haben? War? Noch nicht? Oh Mann, jetzt beeilt euch doch mal ein bisschen, ne? Ich ruf nachher nochmal an. Ja? Was sagst du, der Schröder war schon da? Hm, der gehört voll zur ganz schnellen Truppe, oder? Oh, da kommt er gerade rein. Bis später dann, ja? Tschüss. Na? Wie sieht's denn aus? Ganz schön exotischer Vogel, dieser Karl-Heinz Clavis. Karl-Heinz mit C. Ah ja. Na, war der wirklich Apotheker? Ja, sicher. Astreines Studium der Pharmazie.
Abschluss an der FU Berlin. Na ja, dann. Wieso? Oh, nur so. Einer, der in Regensburg studiert hat, kann genauso gut ausflippen. War der also ausgeflippt? Offenbar ja. Sehen Sie sich mal hier diese Fotos an. Die habe ich bei ihm in der Kommode gefunden. Ja. Ibiza, oder? Ibiza, ja. Disco, Swimming in San Raffaele, nach dem Gin Tonic im Mono di Nudo zum Diner in Sausalito. Ah, Sie kennen sich da aus. Ich habe mich ein bisschen bei ihm umgesehen. Mensch, Mensch, sind das Miezen hier. Da. Und die Unterschriften unter den Bildern. Juliette, Amore im Morgengrauen. Aber sagen Sie mal, wie hat er denn das alles bezahlen können? Also ich meine, seine Apotheke in der Bahnhofstraße. Die hat er doch schon seit 2 Jahren verkauft gehabt. Oder irre ich mich da? Nein, nein, 78 hat er die verkauft. Ja, eben. Wovon hat er seitdem gelebt? Doch nicht nur von der Melös davon. Den hat er bald verspielt. Ich hab mal rumtelefoniert vorhin. In den 3 Spielcasinos hier im Umkreis steht er in der Kartei. Und scheint ein guter Kunde gewesen zu sein. Und seine Wohnungsnachbarin, die hat nie was mitgekriegt davon, aber die sagt ja auch, dass sie ihn nicht weiter gekannt habe. Ja, da hat sie Glück gehabt. Auf den Rennbahnen in Köln und Gelsenkirchen soll er auch ab und zu mal gewesen sein. Und zwischendurch immer wieder nach Ibiza, ne? Herrliche Bilder. Tja, aber irgendwo hast du ja das Geld doch hergehabt. Und was ich bisher so gehört habe, soll er auch drogenabhängig gewesen sein. Ach ne. Und was sagt das Rauschgiftdezernat? Ein paar Mal soll er unter Verdacht gestanden haben. Einlösung von offenbar gefälschten Rezepten. Herstellung von LSD und so weiter. Aber sie haben ihm nie was nachweisen können. Mhm. Haben die beiden, die Tanja und der Thomas, denn was bei uns gefunden? Ich meine, auf unseren Kundenfotos einen wiedererkannt. Unser Pärchen? Nee, eher nicht. Da war gerade die Treppenbeleuchtung ausgegangen. Und den Täter, den hat sie auch nicht gesehen. Er hat aber 3 Männer wiedererkannt, die mal bei Clavis gewesen sind. Gewesen sein sollen. Alles hochkarätige Profis. Werner Olischewski, Wolfgang Jonas und Klaus-Dieter Dehn. Unser hoffnungsvoller Nachwuchs. Alle zusammen mehr als 20 Jahre Knast, obwohl sie im Schnitt erst 30 sind. Ich werde mich mal umhören. Ja, aber noch nicht die Pferde scheu machen, nicht? Der Mensch, Rüder. Also ich glaube, jetzt drückt mich ein. Sehen Sie sich das mal an hier. Nee, nee, das quadratische Bild hier, das verwackelte. Clavis und 3 nackte Mädchen in irgendeiner Felsbucht. Ja, sehen Sie doch mal genauer hin. Die kleine Schwarze da, auf dem Felsbrocken. Na? Ich werd verrückt, das ist doch nicht die von nebenan. Tanja? Doch, so ist es. Da ist ja die Parklücke, die wir brauchen. Gib mal was aus, damit wir die am Tag X auch frei haben. Wann soll das sein? Wenn Mehmet die Haftkleidung besorgt hat. In 3 Wochen vielleicht. So lange? Ich will noch sehen, ob man das nicht unauffällig filmen kann, wie das da drüben vor der Bank abläuft. Bulli besorgt sich ein Wohnmobil, so eins mit Fenster und Gardinen, und hält hier eine Weile, bis ich das alles auf dem Film drauf hab. Was guckst du denn dauernd auf die Uhr? Siehste? Da hält der Geldtransporter. Auf eine Minute genau. Jetzt müsste Mehmet da drüben in der Telefonzelle stehen. Scheiße, dass der noch nicht da ist. Das wäre eine schöne Probe. Und wenn die Zelle nur besetzt ist? Na klar wird die besetzt sein. Aber von dir. Und dann kommt der Mehmet mit dem ersten Fluchtauto. Steigt aus, gibt dir die Autoschlüssel und telefoniert so lange, bis der Geldtransporter kommt. Der hält und die beiden Wachmänner rennen in eine Bank. Von der Zelle bis zum Geldtransporter sind das keine 10 Meter. Mehmet also raus und die Haftladung angebracht. 20 Sekunden. In Deckung gegangen? 40 Sekunden. Bulli zündet sie vom Auto aus und springt sofort in Richtung Geldtransporter. Maske drüber und so. Du rein ins Auto, rangefahren, Türen auf. Maximal 60 Sekunden. Nicht mal eine Minute zusammen. Und was ist mit dem Fahrer? Mann, der ist garantiert K.O. Die Explosion, verstehst du? Außerdem hat Bulli eine Kanone, also unterbrich mich nicht. Bulli und Mehmet schmeißen die Geldbeutel ins Auto, jumpen selber rein und dann ab. Ich warte mit dem zweiten Fluchtauto an der Autobahnauffahrt.
Wenn alles glatt geht, sind wir in 5 Minuten auf der Autobahn. 5 Minuten nach der Detonation. Und 5 Wochen später, da kannst du auf Jamaika in der Sonne liegen. Son of Jamaika. Queen Papsi? Hätte ich nichts gegen. Hey du, ich glaube, da kommt mir mit. Ist er nicht. Doch. Nee. Das ist ein Knick in der Optik. Guck doch mal. Wer weiß, wo der Arsch wieder steckt. Oh, endlich. Die Fingerabdrücke. Also jetzt raten Sie mal. Von Jonas keine. Aber Werner Olischewski und Klaus-Dieter Dehn. Also die müssen zumindest in den letzten 3 Tagen vor der Tat in Klabes Wohnung gewesen sein. Und auf der Sektflasche? Ah, ist leider nichts. Auf dem Staniolpapier, da hat sich nichts nachweisen lassen. Mist. Wollen Sie eine Gegenüberstellung machen? Die beiden jungen Leute und Dehn und Olischewski? Tja, was meinen Sie denn? Sie mit Ihrer Theorie, mit Ihren Einsen von der Fachhochschule. Ja, ist noch ein bisschen früh, hm? Ja, so ist das mal so. Nehmen Sie doch mal, ja. Kripo Dornrath, M1 Schröder. Hier spricht Dr. Krämer. Ich bin Inhaber der Paracelsus-Apotheke und rufe an wegen des Falles Klavis. Ich soll aber Ihnen richtig sagen. Ja, sind Sie auch, ja. Und um was, wenn ich fragen darf, waren Sie mit Klavis befreundet? Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Und warum, wenn ich fragen darf? Deswegen rufe ich ja an. Klavis hat mich erpresst. Letztes Jahr, im Juni. Eine Straßenecke weiter hat er ein Ladenlokal angemietet. Ein leerstehendes Pelzgeschäft. Und dann hat er mir gedroht, dort eine Apotheke zu eröffnen. Was mich ein Drittel meiner Kunden gekostet hätte. Und da haben Sie gezahlt? 20.000 Mark. Was blieb mir denn weiter übrig? Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass Klavis sein Geld nicht nur mit Drogenhandel gemacht hat, wie es heute Morgen in der Zeitung steht, und mit anderen Geschäften mit der Unterwelt, sondern dass er auch auf eigene Faust was unternommen hat. Und ich bin sicherlich nicht der einzige Kollege gewesen, den er da solchermaßen angezapft hat. Das ist ein sehr wertvoller Hinweis, Herr Dr. Krämer. Herzlichen Dank auch. Weitere Fragen haben sollten, dann... Ja, natürlich, dann rufen wir Sie an. Wieder. Auf Wiederhören dann. Haben Sie alles mitgehört? Ja, das ist ja wohl klar, ne? Ja, war ja offenbar ein sehr einfallsreicher Mann, der Klave ist, ne? Aber, dass einer der verehrten Herren Kollegen ihm deswegen den Schädel eingeschlagen haben sollte, die Herren Honoratioren, doch nicht für 20.000 Mark. Die schwimmen da alle im Geld. Vielleicht hat er woanders mehr verlangt. Ja, müssen wir uns mal umhören. Aber... Wussten Sie eigentlich, dass diese Tanja, die Nachbarin von Klavis, mal Apothekenhelferin bei ihm war, als er noch selber eine hatte? Ja, und? Ich meine nur... Ja, kann ich sie nicht dran hindern. Na, diesmal gehe ich ran. Bitte. Danke. Gonczorek, ja, bitte. Hallo. Hallo, ist da jemand? Hallo? Schneiden. Guten Morgen. Guten Tag, Herr Kommissar. Hier ist Zuruf Tauschan. In Deutschland, Sie kennen mich sicher unter dem Namen Mehmet. Ich habe mit Klaus-Dieter Dehn Geschäfte gemacht. Drogen, Mädchen, Autos. Sie kennen ihn. Dehn ist alles zuzutrauen, so sagen Ihre Kollegen. Ich bin weit weg von Deutschland. Sie werden mich nie kriegen. Ich bin kein Verbrecher. Ich bin nur zu denen gegangen, um meinen Brüder zu rächen. Ali. Sie können das nachlesen in den Akten. Den und Ali sind zusammen im Knast gewesen. Den hat Ali so geschlagen, dass mein Bruder tot war. Nichts ist passiert. Die Beamten haben im Protokoll geschrieben, Sturz von Fenster auf Bettkante. Aber das war anders. Den ist der Mörder von meinem Bruder. Und ich bin nach Deutschland, um meinen Bruder zu rächen. Ich sollte den alle machen. Die Familie sagt so. Aber ich bin kein Mörder. Den ist
Mörder. Nicht nur von Ali, sondern auch von diesem Apotheker, Clavis. Er hat ihn mit 6 Flaschen erschlagen. Ich weiß es ganz genau. Alle wissen es ganz genau. Er hat uns alles gestanden. Na, wer sind alle? Na, Babsi ist das und Bulli. Bulkowski. Gehen Sie in ein Restaurant zu Heißen Ecke. Besser den 20 Jahre im Knast als tot. Verstehen Sie? Aha. Ja. Und Sie rufen jetzt aus der Türkei an. Geben Sie sich keine Mühe. Sagen Sie Danke zu mir, weil ich habe Ihnen viel geholfen. Den, Sahne Kadar zu retten. Wie lange wird es dauern, bis Sie den haben? Ich werde es in deutscher Zeitung lesen. Allah Fader. Auf Wiedersehen. Oder besser nicht, Herr Kommissar. Mist. Ich krieg den Schreibtisch nicht auf. Ja, ja. Das haben Sie nur von Ihrer Fachhochschule. Kennt die letzten Theorien, kriegt aber keinen Schreibtisch auf. Also, dann nimmst du den Brieföffner. Da haben wir so ein Ding. Hier. Da drückst du die beiden Schubladen hier auseinander. Und dann noch eine Büroklammer. So. Bitte sehr, Herr Kollege. Das? Na, was ist das? Eine Skizze, was denn sonst? Das ist der Augustplatz, das sieht man doch. Was steht denn da? Dornrater Bank, Telefonzelle, Geldtransporter, Fluchtauto 1. Ah, das ist aber eine nette Überraschung, ne? Der scheint ja zu großer Form aufzulaufen. Erst den Clavis aus dem Verkehr gezogen und dann Geldtransport. Hat uns dieser Mehmet gar nichts von erzählt. Der hat doch Angst gehabt, wir könnten das Gespräch zurückverfolgen. Was liegt denn hier? Ich glaube, heute fallen Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Das ist doch die Brieftasche, die wir bei Freund Clavis so lange gesucht haben. Ausweis, Moment, Führerschein, Unfallschutzkarte. Dass der das nicht weggeworfen hat, muss ich ja ziemlich sicher gewesen sein, der Herr. Hat er offenbar nicht gescheckt, das mit Mehmets Bruder. Ja, wie sollte er auch. Das stimmt aber, da war wirklich was, als er seine letzten 1,5 Jahre abgesessen hat. So ein ganz mysteriöser Todesfall. Tja, und was nun? Ja, was nun? Jetzt warten wir auf den, was denn sonst? Vielleicht haben die ihn gewarnt, da die Typen in der heißen Ecke. Die werden uns doch erkannt haben. Ja, das schon. Aber woher sollen die denn wissen, dass wir hinter denen her sind? Ne? Ich meine, ich bin doch öfter da drin und... Moment. Da ist er schon. Los, wie abgesprochen und richtig sicher. Wo denn? Mensch, sei doch mal ruhig. Keine Angst, ich bin's bloß. Bullen! Bin ruhig, ja? Was soll denn der Passierkurs? Vorfall Clavis, Sie stehen in der... Scheiße! Dem machen Sie keine Geschichte. Ah, so will ich, kriegt er mich nicht, hier nicht. Die Waffe weg! Ja, denkste, hä? Schieß doch, na, wenn ihr Babsi trifft. Lass mich los! Bist du blasiert, du dreckige Nutte, du? Du hast mich verpfiffen, wa? Der Hilfscheriff da, der soll da weg von der Tür aus dem Weg, du mich Rasmubi. Los, geh nach Hause, da! Halt stehen bleiben! Verdammter! Na, Babsi? Eine Tasse Kaffee? Nee, danke. Ich will nach Hause. Sag mal, du bist ja doch klar darüber, dass wir dein Appartement da überwachen, Mann. Ja und? Na, mir kannst du da nichts vormachen. Mir ist da längst klar, dass du dich drüber freust. Vielleicht ist dem doch sehr scharf drauf, dir mal ein bisschen Impuls zu führen. Irgendeiner muss ihn ja verpfiffen haben. Was heißt hier verpfiffen? Der hat doch nie was mit dem Clavis da zu tun gehabt. Der hat den Typ nie gesehen. Den ist aber von Hausbewohnern gesehen worden, wie er Clavis besucht hat. Und bei Clavis in der Wohnung sind Fingerabdrücke von denen gefunden worden. Ja, und was erzählen Sie mir das? Sie waren doch mit denen befreundet. Oh Mann, Sie, der hat mir alles auf die Nase gebunden. Der doch nicht. Der wollte dich doch mitmachen lassen. Bei der Sache mit dem Geldtransport. Was denn für ein Geldtransport? Kennst du die Skizze hier? Was geht mich die Skizze da an?
Mir gehört die Pension Yvonne hinten in der Krefelder Straße. Und den steckt er mit 30% mit drin. Mehr ist er nicht zwischen uns. Und dann zusammen unter die Dusche runter, ne? Das hat er doch bloß so gesagt. Ich kann ja verstehen, Sie haben jetzt Angst vor ihm. Ja, eher der vor mir. Ja, ja, weil du genau weißt, dass er Clavis mit der Sektflasche erschlagen hat. Und dass das Alibi, das du ihm gegeben hast, falsch ist. Von 7 bis 8:30 abends, da war der bei mir. Ja, ja, im Bett. Klar, im Bett. Ach, nee. Ich denke, ihr habt nur geschäftlich was miteinander. Wie? Das hast du uns ja eben selber erzählt. Sie glauben doch nicht etwa, dass der bei mir umsonst hatte. Aha, clever bist du schon. Alles, was recht ist. Aber vielleicht für den doch nicht clever genug. Wenn du Angst haben solltest, wir könnten dich schon für ein Weilchen untertauchen lassen. So hochkarätig, wie der den inzwischen geworden ist. Dann geht das schon mal. Ja, die Tricks kenne ich. Hat er dich nun als Kugelfang benutzt oder nicht? Hast du nun eine gebrochene Hand oder nicht? Ist doch meine Sache, oder? Und warum ist er dann geflüchtet, wenn er Clavis nicht auf dem Gewissen hat? Weil er immer in Panik gerät, wenn er Bullen sieht. Weil er immer automatisch einen Schock kriegt, darum. Boah, was ihr denn schon alles in die Schuhe geschoben habt, Mann. Da würde ja jeder türmen. Okay, Babsilein, dann geh mal fein nach Hause, ne? Und hier hast du meine Telefonnummer. Falls du vorher...